Die ganze Korrespondenz, die mich betraf, in der Schriftgröße 10 Punkt ausgedruckt. 10 Punkt. Wenn mir heute einen Bogen Papier mit 10 Punkt großer Schrift drauf zeigt, dann ist der Bogen für mich grau. Das hier ist jetzt 14 Punkt, aber nur, damit ich es gerade noch halten kann. Bequem für mich wäre, wenn hier vorne Männer mit Buchstabentafeln säßen, die sich immer zum Satz formieren. Dann kann sich so ein Briefwechsel ganz schön ziehen. Nein, die Quintessenz ist von allem, dass ich offenbar seit Januar diesen Jahres älter werde. Ja, was denn? Vorher bin ich nur besser geworden, also reifer, definierter. Jetzt kommt auch noch Sichtung dazu. Sogar Frauen beginnen sich in meiner Gegenwart wieder sicher zu fühlen. Das kann's doch wohl nicht sein! Aber komm, das Schlimme am Älterwerden ist überhaupt nicht das Älterwerden. Das wirklich Schlimme am Älterwerden ist, dass man offenbar gezwungen wird, Bisch zu sein. Bisch! Bisch! Der Friedhof der Farbe! Erbrochenes und Scheiße sehen so aus! Wer zwingt ältere Menschen auszusehen wie Erbrochenes und Scheiße? Reicht es denn nicht dick, faltig, undicht und dement zu werden? Muss man dabei zu allen Würfeln aber beknackt aussehen? Ich frage Sie jetzt zu dir, warum müssen Senioren so aussehen, wie Senioren immer aussehen? Nämlich Bisch! Bisch, 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 Bisch! Die samtfarbene Oma, wie der matschfarbene Opa. Ist ja aus den Straßenbildern unserer Großstädte überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und es werden ja immer mehr, also Omas und Opas jetzt, nicht Großstädte. Was im Luftbild den Eindruck vermittelt, der Kölner Dom sei von einer Wanderdüne umspült, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Gruppe dormagender Senioren, die hellbeige bejagt, Mephisto beschuht, Popelin gewandet und Rollator gestützt, mit grauem Kopfpudel unter durchsichtiger Frischhaltefolie, der eigene Zukunft durch einen Besuch im Hause des Herrn das Ungewisse zu nehmen hoffen. So sieht's doch aus. Was ist denn los? Was denn? Mann, dann mach ich mal was. Das ist genügend. Lassen Sie mich vorausschicken, ich weiß sehr zu schätzen, dass Sie sich so in Rage reden können. Aber Sie müssen Ihren Zorn auch mal ins Politische tragen. Wenn Sie nicht ständig auf meinem Bauch rumreiten würden, dann hätte ich mich schon längst an der Westberwelle gewandt und dann wäre ich direkt zum Fastenprediger Barnabas gekommen, wie der so schön sagte. Alle Hartz-IV-Empfänger sammelt Westerwelle in den leeren, verblühten Landschaften zwischen Usedom und dem Riesengebirge. Drumherum ein großer Zaun, zweimal am Tag gibt es eine Wassersuppe und ein Kantenbrot und statt Heizkostenzuschuss gibt es zwei Pullover von Sarazin Winterhilfswerk und überm schmiedeeisernen Ausgang steht, bewacht von jugendlichen Jungliberalen, ich liegen im Gelbhemd, Leistung muss sich wieder lohnen. Donnerwetter! Ja. Langsam! Das war nur... Ich hab... Nein! Na, also hören Sie doch jetzt nur... Stellen Sie doch Ihr... Jetzt, nein! Jetzt stellen Sie doch nicht gleich wieder Ihr Licht unter den Scheffel, Ihre erste politische Äußerung und so ein Volltreffer ins Schwarze. Das müssen wir jetzt nicht so hochhängen. Sonst streicht uns die Brauerei das Freibier für die Gala. Was? Ich hab doch nur zitiert, das war Oton Lerchenberg. Was war das? Ja, Oton Lerchenberg. Das war Oton Lerchenberg? Das war Oton Lerchenberg. Unser Lerchenberg? Ja. Unser Mainzer Lerchenberg? Nein. Toll. Hat der Brenner jetzt Harakiri angemeldet? Sagen Sie mal, Sie kriegen gar nichts mehr mit, was außerhalb der Anstalt läuft, oder? Starkbieranstich, Nockerberg. Ja, was denn jetzt, Lerchenberg oder Nockerberg? Lerchenberg auf dem Nockerberg. Skandal. Was ist denn da dran, Skandal? Der Satz war doch prima. Der hätte doch uns zur Ehre gereicht. Hat sich denn der prominenten Pöbel auf diesem Nockerberg wenigstens aufgeregt über den Satz? Überhaupt nicht. Nein. Starkbier sediert ja erstmal während der Veranstaltung. Also, wenn der Zentralrat der Juden nicht eine Knoblauchkapsel abgeschossen hätte. Ach, die Knoblauch! Die Knoblauch hat sich beschwert. Sonst noch jemand? Ja, Westerwelle. Er will aus dem Zitat herausgehört haben, dass er mit einem KZ-Wächter verglichen worden ist. Das hat er rausgehört? Oh, da wäre ich auch beleidigt. Also, können Sie sich Westerwelle in so einer untergeordneten Position vorstellen? Also, das wäre ich auch beleidigt. Entschuldigung, ja, Lübe, das ist... Aber ich meine, so, das ist... Ja, Lübe, Lübe, das ist... Da kann man nichts machen, das ist... Manchmal, da ist er halt so richtig, wo man gar nicht weiß. Und ich weiß, viele sagen ja, muss es denn immer wieder was mit dem Hitler sein? Wir hätten so schöne andere Themen. Gerade jetzt, wo es in Frühling geht. Die Krokusse krokussen, die Primeln, die Vögel fettern. Wir haben doch, ach, es ist doch, es ist, muss es denn immer die Vergangenheit sein? Wir haben doch auch eine Gegenwart. Und da hat es doch auch, und da hat es ja auch, gerade in der Gegenwart, hat es ja auch genügend Aufreger. Im Moment sind es ja gerade wieder mal die Spritpreise.
Hat mich auch gewundert. Habe ich auch gedacht, komisch, es sind keine Ferien, es ist kein neuer Nahostkonflikt, das Rohöl ist billiger als vor einem Jahr, aber an den Tankstellen, ja, Punk, nach oben. Da hat sogar die Bild-Zeitung gemutmaßt, sind die Ölmultis schuld an den hohen Spritpreisen? Nein, von was für einem Baum der Erkenntnis habt denn ihr auf einmal genascht, jahrelang? Boah, das ist doch immer so klar beschrieben. Genau, das waren wir schuld an dem, das waren die dreckslanghörnischen Drecksäcke, die Ökospinne von Rot-Grün. Da habe ich mir den Aufkleber aufs Auto gesagt, ich schub euch was. Mittlerweile dämmert's Ihnen, dass Jürgen Trittin keine eigene Raffinerie im Vorgarten gehabt hat. Andere sagen wieder, haha, sind die Spekulanten schuld, die mit Abermillionen und Fantastrilliarden an der Börse zocken auf Rohstoffpreise und so lang, dass sie sich ein paar Minuten eine goldene Nase verdienen und der Spottpreis in Rotterdam tanzt Kasatschok. Könnt man ja verhindern, nur mit einer kleinen Transaktionssteuer von 0,05% wären diese Zockereien so uninteressant, dass keiner mehr und wir hätten Sondereinnahmen von 100 Milliarden Euro. Hat selbst die Kanzlerin gesagt, das ist eine charmante Idee. Und dann ist ihr gedämmert, dass sie ja noch einen Koalitionspartner hat. Und da hat der Finanzexperte der FDP, Herr Wissing, sofort klargestellt, auf keinen Fall, das trifft in erster Linie die Kleinanleger und die Sparer. Ah, ich sag, die 0,05%. Ja gut, das wären bei einem Einsatz von 100 Euro existenzvernichtende 5 Cent. Aber das Finanzexperten-Bubi hat nicht locker gelassen. Sowas darf nicht kommen. Nein, der Markt regelt alles von alleine. Der Staat darf nicht eingreifen. Sowas gefährdet die freie Marktwirtschaft. Komisch. Ausgerechnet in Luxemburg hat der Staat Höchstgrenzen für Energiepreise festgesetzt. Und das Land gibt's immer noch. In Österreich ist der Sprit billiger. Warum? Da haben die FDP-Bubis die Antwort wahrscheinlich unter der Schublade. Wahrscheinlich, weil dort keine so hohen Liegekosten und Hafengebühren für die Öltanker anfallen. Der will ganz heute nur noch Gatti. Ah. Oh, Ach, ja. Ach, der Herr. Ja. So, hiermit bin ich da. Ja, das ist nicht zu übersehen, aber als was? Ich bin ja quasi der Klangkörper für das Charity-Benefits-Dings. Ach so. Hatten wir uns eigentlich ein bisschen bombastischer vorgestellt. Also nach Band-Aid und All-Stars sieht es aber nicht aus. Aus der Region, wo ich herkomme, ist man gewohnt, auch akustisch kleinere Brötchen zu backen. Ja, ja, ich höre schon, wo Sie herkommen. Könnte ich mich schon wieder aufregen. Aus Sponsorenland Ost mit eurem Vorzeige Sachsen Tillich. Tillich ist Rumpfsachse. Also er ist ja genetischer Sorbe. Hackfleisch sollte man aus so einem wie dem machen. Dies hielte ich für überambitioniert. Ich meine, er ist ja bescheiden im Duktus. Also ich meine, der nimmt ja die Hälfte von eurem hier Rüttgers. Also Tillich ist billig. Ne? Ja, gut, ja. Aber dann beim Einzelgespräch für jeden Sonderwunsch wieder extra bezahlen. Sonst schiebt der Falle. Nein, kennt man aus jedem Rotlichtviertel. Das ist ein Metier, in dem ich mich nur peripher tangent, also... Ja, aber ein bisschen seltsames Demokratieverständnis hat euer Sachsen-Sorbet. Da hat an sämtliche Landesbeamten einen Rundbrief geschrieben, in dem er sich dafür bedankt hat, dass Sie die Arbeit der CDU so hervorragend umsetzen. Das liegt an eurem neuen System. Ich meine, früher war es selbstverständlich, dass die Arbeit der Partei von den Beamten umgesetzt wurde. Also das muss ich mir hier in meiner Anstalt von so... Nicht auch noch sagen, ist ein unverschämter... Der Puff! Ja. Er geht, ich bleibe. Und jetzt, wo ich da bin, möchte ich natürlich die Veranstaltung aufwerten, indem ich etwas sehr Persönliches preisgebe. Ich möchte von einem Traum Zeugnis ablegen, der mir zuteil ward. Ich sah in diesem Traum unsere Welt, ich sah Unterdrückung, ich sah Diskriminierung, ich sah Verunglimpfung in schonungslosester Schröffe. Ich sah, wie farbige Menschen von weißen Menschen diffamiert wurden. Ne? Und noch im Traum war ich Olaf genug zu wissen, das gibt es ja auch in Wirklichkeit. Hier bei uns im Land bis heute werden ja farbige Menschen verunglimpft, ne? Wenn es immer heißt, ach, die Schwarzen, ne? Das sind nicht die Hellsten. Ich aber verwahre mich gegen so etwas, ich möchte so etwas nicht träumen, nicht mal im Schlaf. Und
Deshalb griff ich zum Äußersten. Ich habe die Macht in meinem eigenen Traum.